Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der DPL Season 2 Halbfinale. Der DJ. Digga, ja, was ist das denn für ein Intro? Ist mir egal, ich hab zu viel, dazu kommen wir später, warum dieses Intro so ein bisschen komisch ist. Denn wir müssen uns jetzt erstmal konzentrieren auf DPL Season 2 Halbfinale gegen Pion Dragic. Mit unserem etwas aufgefrischten Kader, Scorbet Union. Immer noch. Wir sind in den Playoffs, wir haben vier neue Mons. Wir haben vier neue Mons, wovon wir bisher zwei mitgenommen haben. Bedeutet, wir müssen eigentlich immer noch uns dran setzen, jedes einzelne Mon mitzunehmen. Und da diese und nächste Woche die letzte Chance ist, müssen wir gucken, wie wir es mal hinbekommen. Jedenfalls. DJ, bist du aufgeregt? Nein, ich bin ganz entspannt. Ich meine, die sind so schlecht im Gegnerteam, die sind nur Platz 1 verfügen geworden. Ja, wir spielen gegen Platz 1 der Gruppenphase, Pion Dragic. Wir haben zwar schon einmal gegen sie gewonnen. Mehrmals, ich schon mehrmals. Ja. Wenn die mir so mache, ich wette, er hat sein Leben gebildet. Jedenfalls, wie gesagt, Benny will Rache. Wir wollen aber ins Finale. Und deswegen geht's jetzt ran. In den finalen Showdown gegen Pion Dragic. Aber erstmal gucken wir uns doch mal Pion Dragics Kader erneut an und gucken uns an, was sie denn so geändert haben. Sie haben eine Hürde gekriegt. Wir haben den zweiten Gegner, der sein komplettes S-Tier ausgetauscht hat, by the way. Na? Wir sehen nämlich Sarah Aura und Pinsy oben im S. Dazu sehen wir, also ja, davor war es halt Marmotel und Megator Haido. Welche sie dann halt ein bisschen offensiver und schneller gemacht haben. Schneller jetzt in Anführungszeichen. Torhide war ja schon schnell mit Speed Boost, ne? In der Normalform noch. Insgesamt okay Changes, finde ich. Vielleicht sogar bessere Changes. Haben uns unser Zero Aura weggesnappt, was wir eigentlich haben wollten. dann haben wir im A-Tier nichts geändert bekommen. Wir haben immer noch das Mien Chao, immer noch dieses ekelhafte Klefki und unser Angstgegner Akani. Dann im B haben wir eine Änderung, nämlich ist Kaifel neu dazugekommen. Also einfach Memoswine kurz de-evolutioniert und dann einfach Pillowswine mitgenommen. Das ist ganz cool. Warte, war das Moruda auch schon neu oder war das Moruda? Ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Ich glaube, ich habe sogar irgendwie in Erinnerung, dass Moruda neu ist. Ne, Moruda ist nicht neu. Was? Ja, stimmt. Sie haben Vikavolt ja weggeswitcht. Und das letzte, was sie gemacht haben, sie haben sich anstatt Humanolith, glaube ich, Mushana geholt. Wenn ich mich richtig entsinne. Sie hatten Mushana schon die ganze Zeit. Sie haben sich Kangama geholt. Das war's. Stimmt. Sie hatten ja Kangama. Oder? Warte. Nee. Oh doch, war's. Glaube ich. Keine Ahnung, irgendwie. Ihr habt vielleicht was mitbekommen? Die Kadergrafik dort. Da ist kein Oh doch. Da ist, sollte ein Kangama sein. Was auch richtig ist, natürlich. Laut Playoff-Draft hat Pion Dragic ein Kangama und kein Ordok gedraftet. Das steht auch in Doc so drin. Das Problem ist, dass die Kadergrafik, die wir und Pion Dragic zum Bilden benutzt hat, vom lieben Tired, noch das alte hatte. Also, es gab drei Kadergrafiken, das war leider sehr verwirrend zur Zeit, weil die Kadergrafiken bei uns in der Season 2, das war leider ein organisatorisches Problem. Wir hatten eine vom lieben Supix, eine von Tired und eine von Benny. Und die von Benny und die von Supix waren richtig und hatten das Kangama drin. Und die von Tired, mit der die meisten tatsächlich bilden zurzeit, hatte halt noch Ordoch drin. Das heißt, wir haben uns auf Ordoch geprappt. Ja. Und wir haben uns auf Ordoch getrappt. Und dazu haben wir noch halt, Pion Dragic hat dasselbe getan. Und ihr werdet innerhalb der nächsten paar Minuten sehen, dass das sich zu einem Problem rausstellt. Kurze Erklärung, sie nehmen Ordoch mit, was leider dadurch ein Regelbruch ist. Und deswegen das komplette Match, was ihr gleich dort sehen werdet, irrelevant ist. Ja,
Wir haben erst nach dem Match, nach der Aufnahme erfahren, es ist irrelevant, wir kommen mit einem 3-6-0 ins Finale. Wir sind im Finale, auch wenn wir das Match gerade, ich kann spoilern, weil es ist eh egal, wir haben das Match gerade verloren und kommen trotzdem ins Finale durch den Regelbruch. Ich und TJ sind halb-halb. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir ins Finale kommen, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, es ist halt, wie soll man sich fühlen? Wie soll man sich fühlen? Also wir hatten halt im Mod-Team überlegt, ob wir ein Rematch machen, aber das ist halt nicht möglich. So, es ist halt einfach zu schwer. Ich möchte einfach nochmal, Benny, Richie, trotzdem danke für diesen hammermäßigen Kampf. Ja, genial gespielt. Ja. Und für alle, an alle YouTube-Gucker, die trotzdem sehen. Ja, okay. Nein, die YouTube-Gucker wissen es ab jetzt. Aber an alle YouTube-Gucker, die jetzt noch den ganzen Kampf sehen wollen und was unsere Gedanken trotzdem waren, mit Ordoch, können jetzt noch weiter einschalten und weiter gucken. Es ist trotzdem ein Spektakel, wie verzweifelt wir gespielt haben. Es war sehr witzig. Also ich habe so ein bisschen lachen müssen, als ich so zurückgedacht habe, wie dumm wir manchmal waren. Auf jeden Fall. Wir sehen uns nächste Woche dann wohl doch gegen Nervensägen, anstatt gegen Holy Heliodisc. Im Finale. Im Finale, um TPS Season 2. Tschüss, was soll ich sagen? Genießt die weitere Folge TPS Season 2 gegen Pion Dragisch. Das Match, was leider nicht mehr zählt. Es gab halt verschiedene Kader-Dings, ne? Jedenfalls. Ja. Pion Dragisch Team, eigentlich wäre bekannt. Wer eine etwas genauere Beschreibung haben will, ne? Kann gerne den Spieltag gegen Pion Dragisch nochmal angucken. Da haben wir ein bisschen genauer über das Team gesprochen, über das alte noch. Und wir kommen jetzt erstmal zu unserem Kader, nämlich zu den 6 Mons, die wir mitnehmen wollen. Ja, okay. Dann, es ist halt. Uiuiui. Willst du anfangen, TJ? Ich sehe wieder mal deinen Screen nicht, aber ich glaube, wir haben mit Sylvelli angefangen. Ja, wir haben mit Sylvelli angefangen. Also Leute, das Match wird exklusiv, das sage ich euch jetzt schon. Unser Plan ist diesen Spieltag ein wirklicher Plan. Wir haben wirklich mal einen Plan gemacht. Der besteht aus Dummheit. Tailwind. Nein, Tailwind. Der Sylvelli-Plan ist nicht schlecht, der andere Plan ist Dummheit. Ja. Aber also der erste Plan ist direkt die ersten beiden Monster-Kombi. Wir nennen ihn auch der Silpinsir-Plan. Ja, oder der Windbomben-Plan. Oh, Windbomben-Plan ist auch gut. Weil der Plan ist, wir sind Sash, wir überleben immer einen Hit, es gibt keine Double-Attack-Quatsch-Mache. Und das Geile ist, der Valley ist ein. Das ist eins der drei einzigen Pokémon, die Explosion als Step haben. Und wieso das nicht benutzen? Ich meine, wir böllern Full HP Dragalk weg. Wir böllern Arcani weg, wenn das offensiv ist. Mit Bedrohung. Wir böllern Zeraora weg. Wir böllern alles andere weg, außer Delmice. Und vielleicht liebend ja nicht mit dem. Und für Delmice können wir dann immer noch rauswechseln mit Parting Shot oder halt das Antoxiken und uns hacken lassen. Genau, aber wir haben jetzt U-Turn dran gemacht. Ah ja, wir hatten oder? Ja. Nee, U-Turn hatten wir nicht. Was? Ja. Ich hab jetzt aber U-Turn gemacht. Okay. Der Plan ist, wir drücken Table, wir machen Bumm, wir gehen in Pinsir und dann schreddern wir durch das Team. So. Genau. Dann, Plan Nummer 2. Claydole als Lead. Nehme ich unser Big Benny mit der Zitrusbeere, um sich nochmal ein bisschen hochzuheilen. Das werden wir sicherlich gebrauchen, weil das Ding hat halt nichts, um sich hochzuheilen. Full Spätzdev, das ist unsere Spätzdev-Wall für alles Spezielle, was sie haben. Weil alles Spezielle, was sie haben, nicht viel ist und das Ding das gut tankt. Und es tankt auch dann noch das Physische dazu, was halt übel nice ist, finden wir. Mit Rapid Spin, Stealth Rock, Earth Power und Psyshock. Rapid Spin halt für die Hazard Removal, Stealth Rock, um selber Hazards zu legen. Earth Power und Psyshock halt zwei Steps speziell, die halt reinballern. Ja, weil die Orks nehmen sie wirklich hops. Unser Late Game Sweeper, mal wieder. Selber Plan wie letztes Mal, nur diesmal mit Scarf, weil wir den Speed brauchen. Wir kommen rein, claimen 1-2 Kills und gehen raus. Das ist der Plan. Eigentlich ist der Plan eigentlich, wir haben nur noch am Ende Mons übrig, was das Ding einfach mit Pyro Ball wegkriegen kann. Das heißt, wir haben am Ende Pinsir, Zeraora und Mienshaw. Und das kriegen wir einfach mit Pyro Ball.
Genau, weil Mehrzau ist One Hit Zero, oder nach Rocks ist ein One Hit und Pinsir, Digga, Pinsir, come on. Wir können, dank des Scarfs und des Jollies und Amienschau, welches Mon ist mit Scarf, können wir eigentlich richtig viel in HP spielen, was uns nicht zu einem Rückzug-Heap Tuit werden lässt von Megapixel, was ziemlich nice ist. Ja. Dann, was wäre unser Kader ohne ein Skarmory? Ja, also es ist halt immer wieder dasselbe. Skarm ist halt das, wenn nicht sogar beste Mon bei uns im Kader. Ich liebe dieses Pokémon, weil es einfach die beste physisch-defensive Wall ist, die man sich wünschen kann. Ja. Heute auch wieder Rocks. Wir haben gesehen, Rocks sind eigentlich sehr wichtig. Keine Hazard Removal, dafür Toxic, weil wir halt so manche Matchups gerne so Toxic machen würden. Wenn wir zum Beispiel das Ding sacken, aber es noch auf Sturdy ist, können wir halt Toxic drücken. Oder halt, wir können halt Roost brauchen wir halt sowieso. Leftovers, einfach weil wir noch mehr uns hochheilen wollen, wenn wir angechippt werden, damit die Sturdy im Notfall noch getriggert werden kann. Und Brave Bird, um halt, weil Brave Bird halt diesmal, wir brauchten Flying und der Flying Step hier ist einfach geil. Und jetzt kommen wir zu dem Set, dem Pokémon, wenn das funktioniert, ihr uns Genies nennt. DJ, erklär's. Welches Mon? Wir haben Gurgeist. Oh, also Leute, dieses Gurgeist ist ein Anti-Moruda-Gurgeist. Ich denke, jetzt ist euch so, Digga, du bist nicht mal ein Switchen. Weil Moruda drückt einfach irgendwas und es tötet dich. Aber nein, wir haben kein Item. Das heißt, wenn sie wollen, sie sind im Poltergeist spielen, was sie eigentlich bis jetzt immer gemacht haben, dann können sie einfach nicht hitten, weil wir einfach kein Item haben. Anti-Biere wäre auch schlecht, weil dann könntest du es trotzdem mit Poltergeist halt einmal hitten. Den Chip wollen wir halt gar nicht. Das Geißel macht Knockoff ist geschwächt, wenn sie Knockoff sich trauen zu drücken. Und ansonsten, wir sind schneller, normalerweise, in der Normalform, vor allem wenn wir Speed spielen. Dann nehmen wir den Poltergeist und nehmen sie raus, erstens. Und zweitens, wenn sie danach in Arcani switchen, drücken wir dem Turn Trick Room, deuten an, dass wir jetzt irgendwelche Faxen machen wollen. Arcani will uns nur so schnell wie möglich umbringen und dann drücken wir Destiny Bond. Sollten sie in Pinsir gehen, drücken wir Will-O-Wisp. Ja, dann kann nämlich Pinsir nicht mehr so viel Schaden machen, was wir halt absolut geil finden. Ja, weil Pinsir muss dann auf plus 4 gehen, um plus 2 zu bekommen. Ja. Und es kriegt halt permanent Burn, die Rocks kommen auch noch. Und wir kriegen halt nochmal einen Pack raus, wenn das Ding fortsetzt gegen uns. Ja. Also wenn der Trick kommt, und der Plan eigentlich ist, mit Destiny Bond Arcani oder Tandrak mitzunehmen. Weil wenn ein von den beiden ist Cinderace einfach ein sehr viel stärkeres Mon. Korrekt. Das war's zu unserem Team. Wie der Kampf laufen wird, erfahrt ihr in ein paar Sekunden, für uns noch 10 Minuten. Bis gleich. Ah. Oh, sie sind da! Bin sie es nicht dabei? Was? Hallo, willkommen zurück. Pinsir ist nicht dabei. Ja! Digga. Oh, doch, ist dabei? Was? Seine? Oh, doch. Kein Klavion. Oh, doch. Kein Klavion. Heavily breathing intensifies. Moruda ist dabei. Teufel ist dabei. Siehst du irgendwas, was gegen Nippomantis ankommt? Keifel und Moruda. Ich glaube, Keifel wird die vorgefertigte Lead sein. Wollen wir dann auf Sivelli gehen? Weil ich dachte mir, wenn Keifel dabei ist, sollten wir auf Sivelli gehen. Are you sure? Ja, weil mit einer Explosion ist schon mal Keifel weg. So. Wenn du verstehst, weil dann kann Pinsy das einfach revengen, ne? Ja. Dann kann Arcani reinkommen, wie es will, wir sind trotzdem dann nicht minus 1. Ja, und wenn ich das gerade sehe, Eisschad plus EQ killt mich. Nice. Also Sivelli nicht. Okay. Also wir können Sivelli liegen. Ja. Das wäre froh. Und auch wenn wir gekillt werden, dann können wir halt danach in fucking keine Ahnung. Könnten wir halt auch in der Theorie auf Claydol im fucking Tailwind gehen, ne?
Würde auch eine Idee sein. Wie wär's, wenn wir uns aufschauen? Wir könnten mit Skarm liegen. Oh, ich weiß nicht. Skarm Lead finde ich sehr risky. Ja. Obwohl, wir könnten halt dann first turn so einen Keifel toxen, ne? Erstens das und zweitens die Rocks so früh raus wie möglich legen. Um sie zu zwingen, in Ruder zu killen. Dann gut, machen wir die. Gute Idee. Ja, 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 finde ich gut. Wir gehen ins Skarm. Oh, Ordoch, was kann Ordoch bitte? Gerade nicht. Das kann Thunderwolf und kann Toxic. Lass mich gucken. Digga! Oh, Dino. Hat jetzt irgendwas für Skarm? Es hat Thunderbolt, ja. Toxic, Wish Protect, hat es Rocks oder sowas? Ja. Ist kein Rock? Arcanine, okay. Es wäre doch besser gewesen mit. Silvelli wäre doch am besten gewesen. Okay. Ich habe mir aber das schon gedacht. Irgendwie auch. Wollen wir trotzdem. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon sacken wollen hier, ne? Ich meine, Pinsy ist nicht dabei. Aber wir können halt. Resten. Wir können halt aber hier Rocks legen. Ja, das mein ich, ja. So, entweder legen wir jetzt hier Rocks und überlegen, ob wir dann rausgehen. Wir können halt jetzt lass hier, wir können halt hier rausfinden, was sie sind. Wir können halt hier vielleicht herausfinden, was sie sind. Ja, ja. Weil Arcanine. Ja, ich glaube, wir drücken hier Rocks. Ja, ey, warte mal, ein normales Arcanine bringt uns nicht mal auf Sturdy Range. Bedeutet, wir können halt hier herausfinden, ob sie defensive, offensive oder Dings sind. Wir drücken hier auf jeden Fall Rocks oder Bandit. Ja, und vielleicht drücken sie sogar Teleport. Ja. Drücken hier Rocks. Ja. Aurora ist dabei auf jeden Fall. Ja. Der Lead ist mies. Ich hab mir gedacht, das wäre Claydol oder Dings gewesen. 9%, wie viel war es? 9%, ne? Es war 9% Iron Head, oder? Ironhead? Arcanine was? Ironhead. Warte mal kurz. Arcanine Ironhead, ne? Das sieht offensiv aus. Was zur Hölle? Was? Okay. Warte, ganz kurz. Wie viel Prozent war's? 8,7. Also, entweder bin ich komplett blöd, aber die maximale Roll von Ironhead ist 8,6. Auf Adamant. Auf, jetzt kommt's, auf Jolly Bandit hingegen, oder warte mal, waren die diesen Live-Orb, nee, sind sie nicht, hä, woher haben sie den Schaden kassiert gerade, nee, wir haben Schaden kassiert, ja, das ist gut, auf Jolly Bandit hingegen, ergibt es keinen Sinn, weil da machen sie auch zu wenig, Ich glaube, die sind Adamant. Entweder sind sie Adamant? Dicker, was sind die für ein Kackding? Entweder. Ich glaube, die müssten. Ey, ich gehe mal davon aus, dass das Arcanine Adamant ist, okay? Warte. Digga, was ist denn das? Warte. Was ist mit Macho Bond? Wie heißt denn das auf Englisch? Muskelband oder nicht? Muscle Band. Ja. Was? Was ich Muscle Band einfach? Das wäre tatsächlich. Muscle Band Iron Head ist genauso Muscle wie wenn Band, die Ad- ja. Nee, Muscle Band passt. Die Muscle Band spielen. Aber wir haben die Rocks draußen, wir können jetzt einfach Toxic machen. Weil wenn sie können uns nicht killen, wenn sie Bandit sind. Ja, sie sind auf keinen Fall Bandit. Ist es getoxt? Es ist getoxt. Wir können jetzt hier sogar sacken und dann hätten wir Free and Silvelli gehen. Oder wir drücken. Oder wir drücken jetzt hier Roost in Hoffnung, dass die rauswitchen. Das können wir auch machen. Ich weiß nicht, ob wir das Ding behalten wollen. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit also, wir wissen jetzt, was es ist. Wir gehen jetzt mal. 70% war jetzt der Flare Blitz, ne? Ja.
Wir könnten halt. Wie viel Prozent war es genau? 70,1, die sind normal. Die sind einfach komplett. Die sind halt. Die sind Dings. Die sind, glaube ich, einfach Adamant. Die sind einfach Adamant. Ja, aber Adamant gut oder nicht? Doch, die Adamant gut. Nein, 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 das wäre sonst zu viel Schaden. Ich sag Adamant Boosts passt. Adamant Boots ist. Adamant Boots ist dasselbe wie wenn sie Macho Band Jolly wären. Also da können wir damit halten. Verstehst du? Was? Also Macho Brace Jolly. Macho Brace, Macho Band. Ich meine Muscle Band. Muscle Band meine ich. Also Muscle Band mit Jolly. Ja. Macht maximal 8,6. Muscle Band mit Adamant. Ja, aber aber Muscle Band Adamant hat jetzt zu viel Schaden gemacht für diesen Flare Blitz. Die hätten 71 machen müssen. Im Gegensatz zu Adamant oder halt Muscle Band Jolly passt der Damage hier. Ja, aber wir könnten jetzt hier halt Morning Sun drücken, deswegen würde ich halt jetzt hier vielleicht Roost drücken. Oder wir gehen jetzt halt. Ich würde halt hier nicht auf Silvelli gehen. Nein, das nicht. Weil wir die vielleicht auf Cinderace gehen. Nein, auf keinen Fall auf Cinderace. Warum nicht? Junge, Cinderace Chip ist nicht gut. Ich weiß aber, ich drücke doch jetzt Flare Blitz. Ja, aber das ist trotzdem fast 50%. Und wir machen mit Cinderace gar nicht mal so viel. Naja. Danach können wir halt deep turnen, weil sie Angst haben, dass es drauf geht. Nee, ich bin ehrlich, wir wissen nicht mal, ob es physisch oder defensiv ist. Also wir wissen also, es ist. Wir können halt jetzt hier einfach sacken und dann eigentlich auf Silvelli gehen. Deswegen würde ich hier Roost drücken erstmal. Weil die kriegen dann den noch mehr Chip oder nicht? Oder willst du unbedingt Skarm behalten? Für was willst du Skarm behalten halt? Ich weiß auch nicht, aber vielleicht ist auch Brave Bird, der den Chip halt. Ja, oder halt Brave Bird, wenn sie halt Morning Sun drücken. Das wäre halt auch eine Idee. Aber mit Roost können wir halt danach Brave Bird drücken. Ja, gut, dann drücken wir einmal Roost. Okay. Wir gehen. Okay. Es war sogar ein Crit. Hat also nicht. Perfekt. Egal. Wir gehen auf Silvelli. Wir gehen auf Silvelli. Nein, auf Cinderace. Nein! Warum Cinderace? Ja, okay, High Jump Kate. High Jump Kate. Ja, und dann jetzt drücken wir dann U-Turn. Okay. U-Turn auf Silvelli. Ja. Weil eigentlich wollen sie das Ding. Oder wollen sie das Ding noch behalten? Denk nicht. Sie könnten jetzt hier einfach auf Maruta gehen, deswegen U-Turn. Okay, wir drücken ja U-Turn. Okay. Ich sehe halt, dass sie hier auf Maruta gehen, weil die halt wissen, dass Pyro Boy nicht killt. Und das Einzige, was Kate probably High Jump Kick ist. Ne? Jawohl. Ja, Band Pyro Ball könnte killen. Aber ja, dann trotzdem ist hier U-Turn der Play, weil dann gehen sie halt auf. Die können halt auch immer noch in jedem Fall safe auf Dragalge gehen. Das Tank halt sowas. Oder sie hacken halt Zio und Ordino oder so. Oder sie gehen halt in Pillow, was halt auch nicht viel nimmt. Ne? Ja. Und in jedem Fall sieht Silvelli geiler aus. Ich weiß nur wirklich nicht, ob die Arcani nicht hier abwerfen. Ja, wenn sie es nicht abwerfen, jetzt hier Flare Blitz drücken, ne? Dann sterben sie doch dann, wenn sie Silvelli reinkommen, eh am Toxic. Naja, die Frage ist, die haben sie jetzt auf 50% und getoxic. Wir könnten, wenn wir halt High Jump nicht treffen und die im Delmice reinkommt, dann verlieren wir 50% Leben. Das ist dir bewusst. Was ist, wenn wir Pyro Ball drücken? Könnten jetzt aber auch hier einfach Extreme Speed drücken, um uns nochmal anzuchippen. Und das ist es halt. Ich weiß, deshalb frage ich ja gerade, ob es Pyro Ball der Play ist. Es ist halt schwer, wir dürfen halt. Du musst halt überlegen. Es ist halt nicht geil, dass wir jetzt unseren Garfa jetzt schon drin haben, finde ich. Was ist Spider-Play? Weil ich muss wie viel macht Extreme Speed? Wie viel macht Extreme Speed? Also was hast du gesagt? Welches? Ach, Extreme Speed macht 40%, ne? Was? Ja, aber das ist cool. Ich wäre für Pyro Ball. Okay, komm. Das geht auch
Firewall killt Arcane. Ja, okay. Toxic. Ja, können wir machen. Fireball killt Arcane mit Toxic. Ja, wir machen Fireball. Alles andere ist ein Chip. Ja, okay. Können wir machen. Weil Keifel kriegt auch Chip. Hast du schon gedrückt? Ja, Fireball. Ich finde Fireball der beste Play. Ja, mach dann. Okay, sie überlegen, glaube ich, noch, ne? Ja, sie überlegen. Eigentlich am schlauesten von denen wäre es jetzt hier Extreme Speed zu drücken, bin ich ehrlich. Ja, und das wäre auch das Beste für uns, weil dann ist Arcane tot und danach Nein, nee, es wäre nicht mal so geil für uns. Am besten wäre es jetzt für uns, wenn sie auf Dalmise rausswitchen, aber Wunschgedanke, ne? Ja. Drake Ike kommt, alles auch gut, ist auch gut. Ist sogar richtig gut. Was ist ein Libalo ohne Hex? Direkt. Das kann nicht wahr sein. Wir gehen hier auf Claydol. Wirklich? Hä? Claydol ist doch dafür da, um das zu tanken. Ja, aber was sind die für ein Dragalk? Ich gehe jetzt von einem Specs Dragalk mal aus, okay? Und dann sage ich dir mal, wie viel fucking unser Dings tankt. Unser Claydol. Ja, also Draco überleben wir ein. Und wir sind um 1% langsamer, wenn sie Fullspeed sind. Also wenn sie Modest Speed Invest sind, sind wir 1 Punkt langsamer. Ja, warte, ich guck jetzt mal Cindy. Der macht, wenn sie kein HP sind, 36. Überleg zu sagen, lass mal seinen Headbutt drücken, Alter. Ja, Bruder, die sind Full HP, die sind nicht schneller. Was, wie viel hat der Pyroball gemacht? Also erstens sind sie Black Sludge, zweitens sind sie Full HP. Ja, 33 Punkte machen. Dann ist Claydol der Play. Zu 100%. Claydol wirklich? Hä? Oder wir werden hier uns predicten einen Flip-Turn. Könnte Flip, das hat Flip-Turn? Aber ich will keinen Chip auf Sibalo. Wirklich, es ist immer noch ein Arcane mit Dings Extreme Speed am Leben. Wir gehen auf Claydol, weil sie... Warte kurz. Sagen wir mal, also du... Könnt ihr ja, halt auch gesehen, die sind nur Full HP, ne? Die sind nur Full HP. Ja, wir haben gesehen, wir sind... Ja. Mit Boosting Item erstmal. Wir überleben halt, wie gesagt, zwei Dracos. Wir überleben zwei Dracos. Ja, weil sie sind ja Black Sludge. Ja. Okay, dann gehen wir erstmal... Gut, passt. Passt. Bin ich okay. Passt? Wir können jetzt. Warum? Was soll ein Pillow machen? Icicle Crush! Ah, stimmt. Was machen wir jetzt? Was, wenn sie jetzt Rocks legen? Glaubst du, wir machen die Sackmeister und drücken jetzt einfach Earth Power? Aber es macht den gar nichts. Macht den 20% vielleicht. Ja, aber sie drücken jetzt hier Rocks. Überleg gerade hier. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir in Pillow Swine gut rauswechseln können? Wir haben halt jetzt Skarm schon gesackt, das ist das Problem. Ich kann aber nicht Sivelli. Daddy. Sivelli died nicht an. Icicle Crash. Nein, Sivelli died nicht an den Q plus Ice Shark. Ja, wir könnten dann halt wenigstens den Tailwind rausbekommen. Und auf der Range Pinsir mit einem CC killen. Ja, guck mal. Also es wird schwer, es kommt drauf an. Wenn sie Full Death sind, dann ja. Nicht. Ja, können wir mal kurz was feststellen? Siehst du, wie Pinsir gerade aussieht? Pinsir sieht wirklich nice aus. Pinsir sieht OP aus. Also, was machen wir jetzt? Entweder wir chippen das Ding jetzt hier an. Oder wir könnten jetzt auch hier Boise's Rapid Spin drücken, ne? Nein, das drücken wir nicht. Wir drücken hier entweder Earth Power oder wir switchen raus.
Ich bin halt ehrlich, wenn switchen wir hier raus, weil ich sage jetzt Sivelli für die Rocks. Wegen den Rocks. Ich habe keinen Bock, dass unser Sash dann weg ist. Ich will Sivelli. Wenn sie angreifen, ist es eh egal. Dann drücken sie Icicle Crash. Die machen uns nicht über 50. Ich will halt die Rocks nicht auf dem Spielfeld haben. Ja, die will die Rocks nicht auf dem Spielfeld haben, aber die kann halt Claydol auch später wegmachen. In diesem Matchup kriegen sie die Rocks zu 100%. Und bevor wir Claydol wegzacken, ist halt besser, wenn wir dann halt in The Valley gehen. Ja. Wir müssen das Match halt drehen, es ist halt komplett gegen uns gerade von vom Lead aus schon. Ich sag Nein. dir. Ja, doch. Also da war unwichtig, weil Pinsel nicht da war. Aber ich sage, Arcani an so in dieser Range zu haben, das ist besser als. Ja, ich weiß, deswegen lass uns doch einfach in The Valley gehen. Dann können wir die Tailwind rausbekommen und dann ist halt geil. Ich weiß, aber ich glaube, es ist noch nicht Zeit dafür. Aber was sollen wir sonst machen? Ich werde das Ding jetzt nicht hier drin lassen, dann kriegen sie Free Rocks raus. Claydol gewinnt dieses Matchup dagegen nicht. Wenn wir jetzt Earth Power drücken, macht das nichts, das bringt nichts. Ich weiß, aber es gibt Chip, weil das Ding kann sich nicht heilen. Ja, das bringt Chip. Glückwunsch, das bringt Chip. Wenn sie jetzt hier Rocks legen und wir ins Sivelli gehen, ist das Ding gleich tot oder lower von der Explosion. Also warte, Pillow Swine. Für Pinsir's Close Combat brauchen wir zwei, also Pinsir macht 72 bis 85. Ja. Siehst du, was ich daran so mag? Weil Earth Power von Claydol bringt es genau in diese Range. Dann drück einmal Earth Power. Weil wenn sie jetzt die Rocks drücken und wir gehen auf Sivelli. Ich habe halt Angst vor Dragalk. Wenn das Ding angechimpt ist, ist halt Dragalk ein Problem, ne? Ja, aber Dragalk ist auf 55% und geburnt. Sivelli nimmt das raus, Pinsy nimmt das raus und Sweeper nimmt das raus. Ja, okay, versuch's. Wir können's versuchen. Ich vertraue dir jetzt mal, okay? Ich würde jetzt hier auf Sivelli gehen, aber... Okay. DJ ist weg. Jetzt. So war's wieder weg. Du warst wieder aus dem Anruf gekickt. Also, dann mach das halt. Also ich vertraue dir da, obwohl ich halt jetzt auf hier auf Sivelli gehen würde, aber... Wenn du dir so sicher bist, dass sie hier Rocks legen, dann mach das. Ich finde halt, sie legen jetzt so safe Rocks. Dann mach. Dann können wir sehen, was... Also, dann können wir können sehen. Uns halt... Ja, später aufspringen. Ja, mache. Ja! Okay, sie dann legen Safe Rock. Ja, dann drücken wir jetzt hier Rapid Spin halt. Ja. Warte aber ganz kurz. Das Ding ist Spätzef. Oder nee, hä? Das ist 16%, ne? Ja. Das ist Mixed oder so eine Scheiße. Ist das Full Fistef Spätzdef Wesen? Ja, mindestens 100 in... Wir hätten halt 18% machen müssen. Ja, die haben mindestens 100 Spätzdef im Westen. Was hat das Ding noch für Fähigkeiten nochmal, Pillow Swine? Nur Thickfett. Ja, Thickfett ist die... Hä? Was ist denn Set? Wir drücken jetzt hier aber Rapid Spin, oder? Ja, klar. Meins. Die sind hier nicht offensiv, auf keinen Fall. Oder? Also doch, ich glaube, die sind Full Attack Spätzlefesen. Also, kein Element, aber... Das passt, glaube ich, ungefähr. Oder warte mal kurz. Wie viel haben sie uns gemacht? 63. 16.
Die sind nicht Attack invested. Weil jetzt. Willst du jetzt etwa in The Valley oder was? Wir überleben halt mit einer hohen Chance noch ein Dings. Ein Eisstart. Wir können halt jetzt noch weiter das Ding anschippen, wenn du willst. Aber ich würde. Was ist? Was denn wir jetzt in Pinsir gehen? Nein, niemals. Ich gehe nicht ohne Tailwind in Pinsir. Pinsir soll die Moxie Boost behalten. Das ist es doch. Das ist. Ich weiß, aber. Wir wollen die Kleidung hier nicht abwerfen. Ja, dann sollten wir vielleicht. Vielleicht sollten wir dann ins The Valley gehen. I don't know. Wäre eine Idee. Ja, Cinderace bringt uns auf der Range nichts. Sondern weil ich glaube, dass es Full Fist Death ist, irgendwie. Was? Oder irgendwie, keine Ahnung, Full Fist Death, Spätz der Wesen oder so. Irgendwie, irgendwann, die sind irgendwie weirdes Set. Ja. Okay, es sind 7 Runden und der Kampf ist ultra weird. Wir könnten jetzt halt einmal noch Earth Power Rapid Spin machen, aber das wäre halt dann. Ne? Ja, das wäre dann irgendwie so ein Set. Also entweder gehen, ich bin jetzt ehrlich, entweder gehen wir jetzt in The Valley oder wir machen es wie du sagst und gehen in Pinsir, was ich nicht sehe, weil dann einfach Akani reinkommt und einen Kill claimt. Weil nichts in fucking Akani reinwechseln möchte. Im Gegensatz dazu ist es Pinsir bei Akani offensiv, ne? Scheißegal, ob er fucking auf minus 1 ist, der killt den trotzdem auf der Range nicht, was? Doch, killt er, natürlich. Der killt ihn trotzdem auf der Range. Ja, der hat Rockschip-Intus. Ja, der killt sogar mit einem Knockoff. Das wäre geil, wenn sie jetzt nochmal die Rocks legen. Sie haben halt kein Levitate dabei, sie haben nichts, was fliegt dabei. Die kriegen halt einen Free EQ auf Pinsir raus. So. Wir könnten halt jetzt ein Sevelli, Tailwind. Und dann let's go. Ja. Wir könnten jetzt halt sogar bei Pillow Swine, ne? Ja. Wir könnten jetzt halt bei Pillow, ne? Könnten wir jetzt sogar überlegen, weil das Ding ist nicht offensiv, das tötet uns nicht. Wir könnten halt überlegen, ob wir nicht mal Explosion oder einen Parting Shot drücken. Ja. Um dann mit CC das rauszunehmen und auf plus 1 zu gehen. Wir könnten jetzt auch Earth Power drücken. Genügend Chip für Cinderace machen. Ja, deswegen, das hatte ich aber auch. Das hatte ich auch überlegt, ob wir das Ding jetzt hacken. Ich habe Angst, dass es irgendwie so. Nee, das muss Evolite sein. Das kann kein Rest Chesterberry sein, aber es hat Rest Talk, ne? Du meinst, die spielen kein EQ? Könnte ich mir vorstellen. Na, dann lass doch direkt in Rich was. Also ich würde halt, eigentlich jetzt hier in The Valley gehen persönlich immer noch. Weil The Valley auch gerade der Play gewesen wäre. Aber was ist, wenn wir jetzt in Gurgeist gehen? Was soll Gurgeist dagegen machen? Wo ist dann unser Counter gegen Delmice? So. Stimmt. Ich würde jetzt Pinsir gehen. Ja, dann los, komm bitte. Ich würde nicht einfach so Pinsir gehen. Bei Pinsir, dann müssen wir danach switchen. So, was wollen wir bitte in einen Arcanine reinwechseln? Ja, sie wechseln aber. Ja. Sag mir, was willst du blind in einen Arcanine schmeißen? Oder in ein Zeraora. Könnte auch reichen. Das hat Blaze Kick. Wenn wir aber vorher Tailwind haben. Verstehst? Okay, dann gehen wir jetzt in Seven. Ja, danke, endlich. Überlegen auch. Weil wenn sie jetzt hier switchen, ist es eh gut für uns. Außer es ist Delmice. Aber dann können wir Parting Shot drücken. Ne, die bleiben drin. Drücken Rocks. Alles gut, wir drücken jetzt hier Tailwind.
Jetzt habe ich eine wichtige Frage an dich. Ja. Parting Shot oder Explosion? Nach Tailwind. Mhm. Und guck mal, was ich jetzt mache. Okay. Ich falle als Sivanite Player. Siehst du, warum Sivanite Player ist? Weil wir haben noch keinen Schiff geplatzt, noch Sivanite. Der wäre jetzt noch so gut gewesen. Wir hätten jetzt einfach Playlist decken müssen. Nein! Dann nochmal Rapid Spin. Finde ich schon. Playlist brauchen wir für Dragalk. Das hätten wir schon einen Turn früher machen müssen. Obwohl der Chip ist halt geil auf dem. Ich verstehe, dass wir es einen Turn gemacht haben, okay. Aber jetzt. Earthquake kommt. Drücken wir hier Parting Shot oder Explosion? Wir drücken hier Parting Shot. Sicher, aber dann kriegt es noch ein EQ raus. Eigentlich will ich den Minus-Momentum haben und dann hier Explosion drücken. Okay, drücken wir hier Explosion? Ja. Okay, gut. Wir haben dann zwei Turns. Wenn sie jetzt ein Delmeist gewinnen, dann kacke. Dann drück halt U-Turn. Aber ich will halt die Minus-Trio nicht haben. Wir haben... Ja. Oh! Ja, okay, gut. Okay. Pinsir, ne? Ja. Weil was soll jetzt reinkommen? Wir kennen alles. Nee. Wir bringen halt alles um. Ja, wir bringen jetzt noch zwei Mons um. Ja, wir bringen halt jetzt zwei Mons um. Und was am Ende, und das könnte am Ende fürs Dings reichen. Dann können wir halt vielleicht einen Claydol Rocks entfernen. Ne? Na, guck mal an, Digga, Cinderace geht gerade dezent geil durch. Ja. Mit Pyro Ball. Mhm. Wir müssen noch. Ja, ich glaube. Ich glaube, das Pilus war weg. Hast du auf Pinsel gedrückt? Ja. Digga, sie verlegen gerade so hart, wie sie sterben. Eieiei. Es kann halt noch schief gehen, ne? Das hätte es halt nicht ausgereift. Was für Prios hat Zera Aura ein Prio? Nein, ne? Nur Quick Attack und das nehmen sie nicht. Extreme Speed von Akani. Ja, aber der macht zu wenig. Mhm. Der ist Adamant probably. Wenigstens. Kann man das schon mal kalken? Es ist 35. Wir sind dann auf 50%. Wir kommen halt minus 1 kämen wir Akani trotzdem. Besonders nach Earthquake. Also nicht meine, wir waren das mit Toxic sowieso. Also. Ja, mit Rocks. Erstens, wir haben die Rocks. Die sind offensiv. Also Akani sollten wir killen. Mhm. Und wenn sie rauswechseln, wenn sie in Akani gehen, rauswechseln, dann ist Akani an Rocks Chips. Weil gegen Akani könnten wir halt einfach einen Knockoff drücken. Das würde halt so viel machen, ne? Genau. Gegen Akani müssen wir nicht mal. Wir können gegen Akani einfach Knockoff drücken. Das macht so vielen Mons halt Sachen weg. Ja. Aber wenn sie dann auf Delmeist gehen. Ne? In den Earthquake. Ja. Das hab ich jetzt nicht predicted. Oder die gehen halt auf. Ah, wie viel nimmt Dragalk? Das ist immer. Dragalk nach Rock? Dragalk nach Rocks von Knockoff. Wie viel hat Dragalk angegriffen einmal? Es kommt Arcanine. Okay, nice. Ja, wir können hier. Diesen Boots, okay, fuck. Ich hab dir gesagt, Boots. Arcanine, okay. Ja. Wir sind minus 1, das heißt, wir müssen hier. Wir können hier nicht Knockoff drücken, wir müssen hier eigentlich Earthquaken. Und das finde ich gut. Dann drücken wir Earthquake. Ja. Also Earthquake reicht, sagst du? Ja. Earthquake reicht safe. Entweder drücken sie jetzt Extreme Speed, um uns anzuschippen, oder sie wechseln raus. Oder sie gehen raus und Akani ist tot. In was? Oder sie gehen raus und Akani ist tot. Weil. Nee, warte, ich sag mir, das ist stimmt, es ist ja Rocks. Ah, jetzt, ich meine, sie sind Boots. Ja, eben. Das nervt mich gerade auch, aber. Warte, das Ding ist, was ich sagen kann. Akani, ne? Mhm. Wenn das Ding drin ist, können wir mit einem High Jump killen. In der Range.
Und ich sag dir, deshalb. Wir gehen in Damage. Das irgendwie war es mir klar. Ja. Passt, wir können jetzt hier noch genau deshalb, wir können jetzt hier noch aufdrücken. Oder was? Können wir hier noch aufdrücken? Fuck, wir sind, genau minus, deshalb, wir sind minus 1. Und deshalb, siehst du jetzt, warum ich Hypercutter spielen wollte und keinen Moxie? Warte kurz. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Warum müsst ihr Boots sein? Wir hätten trotzdem Knockoff drücken müssen. War so offensichtlich, wir sind dumm. Ja, auf der Range killt Poltergeist, ne? Wir killen nicht mit Knockoff. Wir müssen ja eigentlich entweder das Ding sacken. Ich glaube, wir haben das Ding verloren hier gerade. Oder wir wechseln hier jetzt einfach Boise auf Gurgeist. Weil die killen hier nur mit Poltergeist. Dann gehen wir jetzt auf Gurgeist. Dann gehen wir auf Gurgeist, komm. Nein, ich kriege jetzt keinen Rapid Spin raus. Muscle Band, das ist Muscle Band. Trick Room. Jetzt hier Trick Room. Warte, oder Poltergeist? Nein, wir drücken jetzt hier einmal Trick Room. Warum sollten wir jetzt nicht Trick Room rücken? Aber sie können auch jetzt ein Ordino. Ja, was? Warte kurz, ganz kurz. Gurgeist gegen Ordino. Ja. Sagen wir mal Wish Ordino. Ja, dann haben wir können wir eh nichts machen gegen das Ding. Ne? Poltergeist greift das Ding nicht an. Vergiss das nicht. Ja, wir hätten hier einfach Lock aufdrücken müssen. Ja, aber. Nee. Ah, verdammt. Jetzt hier auf Cinderace. Jetzt hier auf Claydol. Mann, jetzt hier auf Pinsy. Bruder, das wäre Boise. Können wir machen. Ich glaube, wir müssen dieses Game wieder so. Wir müssen es halt. Eigentlich müssen wir sowas machen, weil. Die könnten jetzt hier nur Knockoff drücken. Ne? Das Ding ist, wenn wir halt jetzt hier in Pinsy. Ja, und wenn wir hier in Pinsy gehen, killt Knockoff. Obwohl, nee, dann geht kein Knockoff. Weil dann ist der Dings weg. Aber die gehen doch jetzt hier. Wie viel Leben haben die? 73. 73. Machen wir ohne Live-Op genug? Könnten wir. Oh, das ist eine Roll. Wir können auch erstmal Willow Wisp drücken. Das wäre auch eine Idee. Das finde ich sogar gut. Lass Willow drücken. Wirklich? Ja, weil Knockoff macht eh nicht viel. Oder warte, wie viel macht Knockoff von denen? Auf unser Gurgeist. Der Knockoff macht 20 bis 30%. 25 bis 30. Wenn wir jetzt halt auf dem. Wenn wir auf das Ding Willow bekommen, ne, ist halt ganz geil eigentlich. Wir können immer noch gewinnen. Ich finde halt Pinsy ist halt auch ganz nice jetzt so, ne? Weil was sollen sie jetzt drücken? Sie können sich nicht erlauben, Poltergeist zu drücken, wenn wir hier drin bleiben. Ja. Was kann Delmice noch? Kann Delmice irgendwas? Delmice kann nicht. Ja? Nein. Hat Delmice irgendeine Eisattacke? Ja, die werden jetzt rauswechseln. Ich würde sagen Willow oder Trick Room. Ich würde aber Willow am meisten sagen. Entweder Willow oder halt auf Pinsir switchen. Ich will auch Pinsy switchen. Okay, komm. Wir versuchen es. Wir müssen es versuchen. Ordino kommt. Ja. Sehr gut. Pinsy kommt. Wir sind schneller. Und wir können jetzt hier mit Pinsy auf Ordino und Kill claimen, indem wir einfach. Also. Fuck. Mir fällt auf. Wir können keinen Kill claimen. Doch, bei mir killt auf speziell Defensives. Aber wir können, es könnte immer noch jetzt ein Delmice reinkommen. Ja, aber Digga, das Delmice ist langsamer. Ja, okay, true. Wir drücken hier CC. Ja, wir drücken hier CC, alles gut. Oder predikten wir Arcania drücken Earthquake. Arcania, du brauchst einen CC oder nicht? Nach Dings.
Ja, Akani stirbt. Akani stirbt an den CC. Gut. Oder warte. Doch, Akani stirbt an dem CC nach Toxic. Wenn die reinwechseln, kommt immer noch einmal Toxic Damage dazu. Vergiss es nicht. Die sterben. Die können nicht auf. Die können höchstens auf Drogalk. Stimmt, einer. Ich glaube, das ist gerade sehr intensiv. Und Drogalk. Ja, und danach können wir halt bei Drogalk und Free Knockoff drücken. Ja. Dann stirbt entweder Drogalk. Und dann sieht's halt nach einem. Warte kurz, eine Sache noch. Aura ist auch ganz gut, wenn es reinkommt, dann ist es halt sehr angechippt. Okay, passt. Okay. Jetzt drücken wir nochmal Knockoff. Jetzt Free Knockoff drücken. Und dann kommt probably Arcanine rein und wir sacken das Ding hier. Warte, oder wir drücken jetzt EQ wegen Arcanine. Warte mal ganz kurz. Ja. Oh, Dino. Oder? Warte, ich hab grad den Plan. Wir haben gerade ein Problem. Wir müssen noch Ordino tot kriegen eigentlich. Ordino lebt zu viele Pyro Balls. Er lebt halt zwei Pyro Balls. Kann halt einen Wish Protect rausbekommen, ne? Immer. Ja, mit welchem Schiff kriegst du denn gerade? Full HP. Okay. Der hat halt Protect. Der Ordino hat halt Protect, das heißt, wir können da nicht in Cinderace reingehen. Wir müssen hier eigentlich Knockoff drücken. Dann eigentlich, wenn Arcanine reinkommt, maybe. Ja, wir müssen hier gar nichts drücken. Wir gehen jetzt hier auf Claydol. Cool. Das Ding kann jetzt hier einmal free angreifen. Ja, aber dann drücken wir Rapid Spin. Okay. Komm. Klingt gut. Oder was? Ich denke mir, mach mir halt Sorgen, weil eigentlich, wenn das Ding hier tot ist. Ist halt nur noch Ordino und sonst ist alles andere tot an Cinderace. Alles stirbt an Cinder. Ja. Ja. Okay, dann drücken wir jetzt hier Knockoff. Ich würde Knockoff drücken, ja. Okay. Wie sieht's auf? Cool, haben wir eigentlich schon mal unseren Move gewechselt? Terra Aura ist perfekt. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ich sag warum? Damit sie keinen Vulgarten können. Was ist? Wir sacken hier, damit wir sie nicht Vulgarten können. Wir drücken EQ, ja. Roadshop? Life Orb? Ja, kein Knock. Wir drücken jetzt den Cinderace. Wir gehen. Wir gehen hier Cinderace und drücken hier einfach Powerballs durch. Weil ich glaube. Was sollen wir sonst drücken? Warte, Claydol. Gegen. Also gegen Ordino können wir halt nicht High Jump direkt drücken, weil das halt. Das hat Protect. 100%. So. Was wir hoffen können, dass es uns halt. Das Arcanine auf Blaze Range ein bisschen haut. Ne? Also Arcanine stirbt halt. Nach. Obwohl. Aha, Arcanine lebt sogar ein Hit, ne, von Pyro Ball. Ja, aber was wäre, wenn wir jetzt hier Gourgass gehen? Stimmt. Warum sollten wir hier nicht... Hey, doll. Aber die haben Pro Chop gezeigt, ne? Ja, dann drücken wir Destiny und nehmen irgendwas mit. Digga, wir sind full für Steph. Wir können hier Trick Room Destiny drücken, ja. Das Throat Chop gibt in keiner Welt. Obwohl, warte, dann gehen sie einfach in Ordino wieder gleich. Wollen wir Willow für Ordino? Die Frage ist, was macht Ordino gegen uns? Ordino macht gegen uns nichts, aber wir machen nichts gegen Ordino. Wir können mit Poltergeist kein Ordino angreifen. Also lass Ordino schon mal burnen. Ja, komm. Ich bin hier Willow. Wenn jetzt Blaze Kick dabei haben, aber warte mal kurz. Wenn jetzt hier, warte kurz, Zero Aura, lass mich kurz was kalken. Roadshop ist. Blaze Kick. Die können kein Element
Basic Kid auch nicht auf der Range. Wir müssen eigentlich hier Willown. Also sie gehen hier auf Ordino. Ach komm! Hunde! Rex! Jetzt heilen sie halt Arcanine wieder. Wollen sie halt Arcanine wieder hochheilen? Bedeutet. Ja. Gehen wir hier auf. Claydol. Wir gehen auf Claydol. Jetzt. Okay. Jorn. So ein Scheiß-Set. Gehen wir dann jetzt. Was? Dann gehen wir jetzt. Fuck, jetzt drücken sie halt den Wish. Und sie dürfen halt nicht High Jump drücken. Das heißt, wir müssen Pyro Ball drücken. Aber wenn wir Pyro Ball drücken, wird das Arcanine geheilt. Ja, die sind Wish Protect Yawn. Ich würde die Rocks Rapid Spin. Ja, mach, komm. Die protecten. Die Rapid Spin. Die wish, sie haben noch nicht gewished. Aber jetzt schlafen wir. Warte. Die Rocks sind noch da wegen dem Protect, natürlich. Deep Turn weg, Wish kommt. Wir Rapid Spin nochmal. Oder warte. Nein, wir drücken. Was drücken wir? Earth Power, ja. Wir können aufwachen. Das ist unser Play. Oder warte, wir drücken Rapid Spin. Nein, Earth Power. Das killt Arcanine einfach, bevor es den Damage Dings bekommt, den hier. Ja? Earth Power killt. Müsste. Oder warte kurz, darf ich nochmal kalken? Ja, okay. Arcanine. Ja, es geht das. Weil in Delmas kriegen wir halt immer wieder Dings rein. Mhm. Jetzt Chestoberry wäre wild gewesen. Ja, stimmt. Bitte geh auf Arcan. Komm, wach auf. Delmas. It's not time to sleep right now. It's not time to sleep right now. Bitte wach einfach auf. Wenn Arcani reinkommt. Aber glaubst du, risken die das? Wissen sie? Das ist dafür da gerade. Nee, LOL, es kommt Delmas rein. Sie wollen Delmas hochheilen. Ja, Delmas lebt immer noch. Der Gurgeist lebt immer noch, aber. Wir können halt nichts machen, weil Ordino dann immer reinkommt, ne? Müssen wir diese Kack-Rocks-Rapid gerappt? Ja, spin einfach. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, Claydol hacken an der Mais. Digga, sie ist ein Ghost-Type. Ja. Wie lost kann man denn eigentlich sein? Ah, das stimmt. Dann Gurga ist jetzt wieder. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt hier in Cinderace gehen oder was? In Freepoltergeist, weil du dann Arcanine einfach nur Extreme Speed brücken musst und wir sind tot. Okay, was werden sie jetzt tun? Die werden jetzt hier Poltergeist drücken oder irgendein Setup oder Knockoff. Wir können halt jetzt hier wieder versuchen, Audino zu Willown. Ne? Wir können halt das gleiche jetzt wieder versuchen. Ja, aber sie gehen jetzt vielleicht mal Kani. Ja, sie gehen jetzt vielleicht in Arcani. Aber wenn sie in Arcani gehen gegen Gurgeist, drücken wir doch. Wir können jetzt. Ich denke nicht, dass sie jetzt hier in Arcani gehen. Wir können hier nicht in Cinderace gehen. Wir dürfen das nicht risken. Ja, aber sie müssen es irgendwie protecten. Ja, wenn sie halt jetzt hier Poltergeist drücken, gewinnen sie das Game. Das weißt du. Das ist halt einfach ein Win für die. Wir müssen jetzt halt einfach nur auf. Die können jetzt einfach die ganze Prozedur die ganze Zeit wiederholen, bis sie an Rocks sterben. Ja. Beziehungsweise können sie nicht, weil in einen. Sie können nicht, während wir auf. Also sie können nicht Yawn drücken. Sie können nicht Yawn drücken, weil wir langsamer sind. Wir waren langsamer als die, oder? Ah, wir wissen nicht, ob wir langsamer waren.
Wir könnten. Also, wir können halt aufwachen, dem Ordino Damage drücken und dann werden wir gejaunt. Ne? Ja. Und dann können wir halt in Cinderace gehen und wenn sie Protect drücken, können wir halt in dem Fall dann, wenn wir dann Earth Power gedrückt haben oder Rapid Spin, oder wir gehen halt dann in Gurgeist. Also ich würde jetzt hier in Gurgeist gehen. Müssen wir eigentlich. Ja. Aber das war bisher kein gutes Match von uns. Noch Muscle Band. Power Whip kommt. Okay. Willen wir? Nein. Doch, was sollen wir machen? Big Room. Okay, probier. Oder? Und dann Destiny. Na komm, mach. Trick Room. Aber was bringt dir Destiny? Die bringen uns hier. Die wollen uns doch hier nicht umbringen, die sind selber One-Hit. Ich weiß, aber wenn sie jetzt auf Ordino gehen. Oh, denkst du, Ordino will uns dann einfach killen? Ja. Hart. Aber wenn Ordino stirbt. Ja, das ist aber, die könnten jetzt hier auch einfach dann wieder Yawn drücken, ne? Obwohl, wir sind ein Grass-Type. Funktioniert Yawn dann? Ich glaube, ne? Ja, aber sie dürfen keine Yawn drücken, weil wir denken an die Sleep-Clubs. Wir haben doch schon einen Monster-Sleep, das heißt, sie dürfen nicht noch einen Monster-Sleepen. Mhm. Okay, dann lass Big Room, denke. Wir müssen halt hier Trick Room drücken, glaube ich, ne? Ja. Ja, komm. Ordino kommt. Jetzt drück Willow. Wir müssen jetzt hier in dem Teil. Also, Ordino macht uns nicht genug Schaden in einem Hit. Wir können. Die können. Das Ding ist halt. Jetzt können die halt Arcanine Free hochheilen. Da können sie das. Arcanine killt uns, ne? Wird jetzt hier in Claydol gehen, vielleicht sogar. Im Trick Room. Ja. Komm. Wird jetzt hier in Claydol gehen. Ich hab ne Idee. Bam. Okay. Der Toxic auf Dings ist weg. Auf Arcanine ist weg. Und. Warte, die waren auch. Der Toxic auf Arcanine ist weg. Das ist okay. Denn. Wir drücken jetzt hier einfach Earth Power. Wieso? Willst du wissen, wieso? Warum? Die gehen doch jetzt einfach in Delmas. Meinst du? Ja. Okay, dann lass jetzt hier in Cinderace gehen. Komm, wir versuchen es einfach. Wir müssen eigentlich, ne? Aber der Trickroom ist auch draußen. Ach, stimmt. Dann lass jetzt hier Gurgeist zacken. Ich bin ehrlich, wir müssen eigentlich Gurgeist zacken und jetzt mit Cinderace dann gleich dauerhaft Pyro Boy spammen. Aber der was sind sie für ein ekliges Set? Ja, es ist alles gut. Der hat nichts zum Angreifen. Ja, aber warte, was machen sie mit diesem Set gegen Cinderace? Nichts. Drücken Protect. Aber ja. Wir sind halt Choice. Wir können halt Items, wir können halt nicht Move switchen. Ja, das wissen sie auch nicht. Wir können halt. Ich glaube nicht, dass du Bock hast. Oder warte mal. Wie viel macht Next? Ja, wir können halt nicht in Protect einfach High Jump drücken. Aus dem Grund, dass erstens Delmice am Leben ist. Also insgesamt, wir müssen halt. Also ich gehe jetzt mal kurz durch, okay? Ich würde hier Rapid Spin sogar. Ich will die Rockstar weg haben. Wir dürfen keinen Chip auf Cinderace bekommen. Spin. Ja. Spin to win. Spin to win. Ah, fuck. Wir mussten es eingehen. Ja.
Dann. Gogastack, ja. Es ist noch nichts verloren. Ja, Gogeist. Pyro Ball Crit. Ich guck gerade kurz was durch. Cinderace. Das wäre jetzt so geil, wenn sie auf unseren Destiny Bond noch reinfallen würden, den letzten Trick Room Turn, ne? Oh mein Gott. Wir kriegen 25%. Dann Ordino heilt probably einfach Dings wieder full life. Ne? Arcanine. Ja. So. Ordino kennen wir. Two-Hit mit einem Pyro Ball. Arcanine. Gehen wir Two-Hit mit einem High Jump nur. Ja. Okay, wir drücken hier Destiny Bond. Einzige Hoffnung. Letzte Hoffnung. Eigentlich nicht. Was dann? Jetzt auf Dings raus? Also wir gehen jetzt noch einfach auf Ordino. Okay. Also jetzt auf Cinderace raus. Aber dann jawnen sie uns. Eben. Sie jawnen uns. Wollen wir auf High Jump gehen dann? Sie wissen noch nicht, dass wir Scarf sind. Oder waren wir einmal gegen... Nee, wir waren noch nicht gegen Dings drin. Unser Speed war bisher immer legit. Wollen wir... Cinderace, wenn Ordino drin ist, High Jump. Obwohl, nee, das bringt uns nichts, weil dann kommt einfach der Mais rein, ne? Ey, ich sehe halt gerade so ein Problem. Wir müssen hier vielleicht sogar... Eigentlich müssen wir hier Destiny Bond drücken, Ballsy. Gogeist brauchen wir eh nicht mehr. Ich glaube, das ist verloren. Deswegen. Wir dürfen jetzt nicht die ganze Zeit dieses... Die ganze Zeit diesen Run-Dings. Oh! Ja! Boah! Ja! 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 Was tun die denn da? Pyro Ball! Bam! Oh, nee, warte. Kommt jetzt Ordino rein. Sag es mir. Würde ihn halt nichts bringen, wenn Ordino jetzt reinkommt. Ich würde einfach jetzt hier rein mit Delmice, ich würde jetzt hier einfach mit Claydol rein und spinnen, oder nicht? Und wenn sie jetzt hier wischen, drücken wir danach Earth Power. Wenn sie hier yawn, drücken wir halt Earth Power, wir drücken jetzt hier einfach spinnen, oder nicht? Weil wenn sie dann hier wischen, gehen wir danach einfach raus in Libalo und sind dann auf Full Life gegen einen Full Life Arcanine. Wir tanken einen Hit und können dann mit, können wir mit High Jump gewinnen? Glaub nicht. Fuck. Wie machen wir das jetzt? So, ist es nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Wir könnten halt versuchen, einfach Pyro Ball spammen. Na? Ja, glaubst du aber, jetzt kommt Arcani. Das ist eine Möglichkeit. Deswegen ist bei Arcani müssen wir High Jump drücken. Bei Ordino müssen wir High Jump drücken. Wir können halt hier mit High Jump gewinnen, aber der hat halt Protect. Aber eine Frage. Ich habe eine wichtige Frage. Claydol Spin. Soll ich sagen, warum? Warum? Ich gehe jetzt hier Ordino. Arcanine macht uns niemals über 50%. Oh, doch, machen sie. Sie können uns über 50% wegmachen, glaube ich. Fuck. Soll ich sagen, warum ich das gesagt habe? Weil hätten sie uns nicht über 50% wegmachen können. Ehrlich gesagt, wir spammen einfach High Jump durch, wenn ein Protect kommt, ist uns egal, die 50% Crash Damage. Aber ist es nicht. Wir könnten daran sterben. Warte, wir gehen jetzt. Trotzdem in Claydol Spin, oder? Wir müssen trotzdem in Claydol Spin. Ja, und wir gehen jetzt in Cinderace. Okay, komm, wir probieren's. Aber ich will halt den Chip auf Cinderace nicht haben.
Weil dann kann uns einfach irgendein Extreme Speed macht 30%. Und wir gehen nur mit einem High Jump. Nicht mit einem Pyro Ball. Die können ja einfach CC drücken zum Beispiel auch, ne? Ja. Die könnten Morning Sun drücken einfach. Ja. Warum sollten wir jetzt nicht hier in Claydol gehen? Es wird auch Dino reinkommen. Weil Claydol kein Sterbis lebt. Claydol lebt. Claydol lebt ein Sterblitz. Lass in Cinderace, komm, wir gehen in Cinderace, komm. Ja, glaubst du, aber jetzt kommt Ordino? Nee, guck mal, wenn Cinderace reinkommt, ne? Können wir ja trotzdem einmal Dings drücken. Einmal High Jump und können dann Claydol. Ne? Weil wir können jetzt, wenn Ordino reinkommt, könnten wir Pyro Ball spammen. Ne? Ja. Wenn Dings reinkommt, können wir. Also, wenn Ordino reinkommt, können wir Pyro Ball versuchen zu spammen. Wenn der Yawn kommt, müssen wir dann halt einmal auf Claydol. Aber wir müssen ja eigentlich auf Cinderace, ja. Drück auf Cinderace. Es kommt Aura. Es kommt The Aura. Der Aura. Habe ich mir auch schon gedacht. Und auf Zera Aura. Ball? Einfach Ball? Einfach Ball. Ja, wir drücken einfach Ball. Soll ich dir anmerken? Ja, Ball weg. Einfach Ball. Ball? Ball. Obwohl, warte. Wir sind minus 1, ne? Ja. So, jetzt, ich sag dir, wie es jetzt ausgehen wird. Die machen uns. Wir müssen Ball spammen. Das ist die letzte Möglichkeit. Wir müssen Ball spammen. Wir müssen Ball spammen. Oder wir gehen jetzt, oder wir sacken jetzt hier Claydol. Damit wir uns Feuer tun. Ach stimmt, warte, der kann uns mit Flare Blitz Extreme Speed killen, glaube ich. Wir müssen hier obwohl Claydol sacken ist auch nicht der Play. Wir müssen hier Ball spammen. Obwohl doch, Claydol rein. So, jetzt hear me up, wir Rapid Spin. Nein, wir drücken Earth Power, wir brauchen Chip. Okay, ja, okay, Earth Power. Earth Power ist gut. Earth Power. Perfekt. Prozent? Warte mal. Können wir das noch gewinnen? Glaub nicht. Es ist gegeben. Wir hätten Pyro Ball spammen müssen, glaube ich. Oder ja, 51%. Soll lieber Lokritte mal wieder. Ja, wir müssen Pyro Ball hier drücken. Nee, wir müssen High Jump hier drücken. Was? Nein. Warum Pyro Ball? Pyro Ball 2 hittet nicht. Obwohl doch, ja doch, Pyro Ball 2 hittet. Wir müssen Pyro Ball hier drücken, ja. Aber die haben, wenn sie keine Extreme Speed dabei haben, ist halt dumm. Dann wäre es halt dumm für die. Also, eigentlich, wir müssen jetzt hier Pyro Ball spammen in Zen Headbutt! Ah, das Game ist vorbei, die Kritten. Nee, Bulldoze! GG. GG. Der Bulldoze war gut. Oh, der Bulldoze war gut. Wir hätten. Ach Gott. Wir haben's kacke gespielt, glaube ich. Gerne. Der Lead war schon kacke. Wir hätten niemals mit Skarm leaden dürfen. Das Skarm-Sack war nicht mal das Problem, finde ich. Wir hätten niemals mit Skarm leaden dürfen. Wieso? Das war nicht gut. Ich war mir so klar, es muss ein. Also, Keifel wäre gut gewesen, aber gegen Keifel sah Sivelli nice. Also wir hätten Sivelli einfach leaden müssen. Wir hätten uns einfach das machen müssen, was wir vorbereitet haben. Weil auch gegen Dings wäre Keifel, wäre Sivelli am besten gewesen. Das war kein guter Play von uns. Es war wirklich nicht gut. Ich finde, das Game haben wir Game 1 schon leicht gefroht. Aber wir haben es versucht. Der Bulldoze war gut.
Aber das konnten wir nicht wissen. Wir hätten High Jump vielleicht. Ja, ein Crit hätte uns vielleicht gerettet. Aber egal. Es ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche im Spiel um Platz 3 gegen einen Gegner. Das erfahrt ihr. Aber das kann ich ja schon sagen. Es wird ja eh später rauskommen. Gegen Holy Heliolisk. Die Nervensäge sind im Finale. Ja. Mal wieder Pion Dragisch gegen Rudi. Habe ich recht? Ja. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Ihr könnt gerne bei Pion Dragisch vorbeigucken. Ihr könnt gerne bei uns auf dem Anime-Kanal vorbeigucken. Wir machen dort Planet Let's Play. Deswegen habe ich auch die komische... Aber, warte mal. Gibt es nicht noch ein Spiel um Platz 3? Eben. Wurde das abgesagt. Nee, nächste Woche spielen wir gegen Holy Heliolisk. Oh. Wir holen uns den dritten Platz. Okay? Oh. Bis dann. Tschüss.